Hallo, mein geliebtes Bruderherzwesen. Wir sind eins im Vater und glücklich erschaffen worden. Ja, was ist der ganze Kurs, den wir hier machen? Es ist wirklich ein Lernen im Vertrauen, dass wir das sind, was wir ewig sind. Eigentlich müssen wir gar nichts lernen. Es ist ein Verlernen von all dem, was wir glaubten, was eben nicht wirklich ist. Die Welt, die wir erfunden haben aus der Idee der Trennung, die es gar nicht gibt, sie existiert nicht, nur als Traum. Ja, und das ist für uns so schwer zu glauben, weil es für uns, die wir so lange in dieser Scheinwelt, Traumwelt gelebt haben, mit Menschen und Tieren und Pflanzen, das zu glauben, dass das alles nicht ist, obwohl wir es doch anfassen können, mit unseren Körperaugen, mit unseren Sinnen wahrnehmen. Es ist nicht da. Wir sind frei in Gott, glücklich, grenzenlos geliebt. Aber wir können uns das immer wieder klar machen, Bruder. Wenn Gott Liebe ist und er ist Liebe, dann ist Liebe und Freude eins und ewiges Leben. Können wir das hier sehen, die Freude, die Liebe, das Glück? Nein. Also kann die Welt nicht wirklich sein. Und da Gott die einzige Ursache ist, ist diese Welt sozusagen ursachlos. Sie ist die Folge, wie es so schön heißt im Kurs, einer kleinen Wahnidee der Trennung. Und wir, der Heilige Sohn Gottes, haben nicht gelacht, als wir das fälschlicherweise gedacht haben. Ja, wo sind wir frei? Im Vater. Liebes, ich sage es immer wieder, nur und nur und nur im Nur, im Vater leben wir. In dieser Welt der Körper gibt es kein Leben, das ist nur Sterben und Leid von Anbeginn der Zeit. Und daraus befreien wir uns. Einfach indem wir schlicht und einfach in unseren Geist die Tatsache annehmen, dass wir nicht der Körper sind, sondern das ganze Heilige Selbst, die einzige Wirklichkeit, Gottes Ausdehnung, sein heiliger, geliebter Sohn. Und das teilen wir miteinander. So, das war jetzt der ganze Kurs. Ach ja, Schatz, es ist so wunderbar, aufzuwachen mit dir und mich eins zu fühlen mit dir. Ich bin dankbar für dich. Unsere Lektion heißt, heute ist die 154. Ich bin unter den Dienern Gottes. Auch wieder umfangreich. Und steigen wir mal gleich ein. Ich bin unter den Dienern Gottes. Wir wollen heute weder arrogant sein noch falsche Demut haben. Über solche Torheiten sind wir hinausgegangen. Wir können uns weder beurteilen, noch brauchen wir das tun. Das sind nur Versuche, die Entscheidung hinauszuzögern und das Einlassen auf unsere Funktion hinauszuschieben. Es ist weder unsere Rolle, ein Urteil über unseren Wert zu fällen, noch können wir erkennen, welche Rolle die beste für uns ist und was wir tun können in einem größeren Plan, den wir nicht in seiner Gänze sehen können. Klar, unsere Rolle wird uns im Himmel zugewiesen, nicht in der Hölle. Das ist so wichtig. Die Aufgaben, die wir uns hier stellen, ist eben nicht unsere Rolle. Unsere Rolle wird uns im Himmel zugewiesen, also vom Heiligen Geist. Und das, wovon wir denken, es sei Schwäche, das kann Stärke sein. Und was wir für unsere Stärke halten, ist oft Arroganz. Ja, alle die besonderen Fähigkeiten, Intelligenz oder was es auch immer sei, trennt mich ja von anderen. Und da bin ich voll im Ego und will mich hervortun, wie toll ich bin. Das macht uns nicht glücklich. Welches auch immer die dir bestimmte Rolle ist, sie wurde von der Stimme großgeschrieben für Gott ausgewählt vom Heiligen Geist, deren Funktion es ist, auch für dich zu sprechen. Also der Heilige Geist spricht für dich, Bruder, indem er deine Stärken genauso sieht, wie sie sind und dessen gleichermaßen gewahr ist, wo sie am besten angewendet werden können, wofür, für wen und wann. Wählt er deine Rolle für dich und nimmt sie für dich an. Also er, der Heilige Geist, nimmt die Rolle für dich an. Er wirkt nicht ohne dein eigenes Einverständnis, also ich muss meine Bereitwilligkeit geben. Er lässt sich jedoch darin nicht täuschen, was du bist, also der Heilige Sohn Gottes, das Selbst, und hört auf seine Stimme in dir.
Also der Heilige Geist selbst hört auf seine Stimme in mir. Es ist wunderbar. Ich habe ja in Wirklichkeit nur eine Stimme. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes, die Stimme meines Heiligen Selbstes. Es ist gerade seine Fähigkeit, eine Stimme zu hören, die seine eigene ist. Also der Heilige Geist hört in mir seine eigene Stimme, durch die du dir endlich bewusst wirst, dass eine einzige Stimme in dir ist. Also er hilft uns, nur auf ihn zu hören. Und diese eine Stimme legt deine Funktion fest und teilt sie dir mit, wobei sie dir die Kraft verleiht, sie zu verstehen, zu tun, was sie erfordert und in allem deinem Tun erfolgreich zu sein, das damit in Beziehung steht. Also er legt es fest und er gibt uns die Stärke und macht das Ganze. Wir müssen uns überhaupt keine Sorgen machen, nur akzeptieren. Gott hat sich darin mit seinem Sohn verbunden. So wird sein Sohn zu seinem Boten der Einheit mit ihm. Also Gott Vater selbst hat sich mit mir, seinem Sohn, verbunden. Und ich als sein Sohn, eins mit ihm, werde zum Boten unserer Einheit. Wunderbar. Eben diese Verbindung des Vaters und des Sohnes durch die Stimme für Gott ist es, die die Erlösung abhebt von der Welt. Und diese Stimme ist es, die von Gesetzen spricht, denen die Welt nicht gehorcht, die die Erlösung von allen Sünden verheißt, wobei die Schuld getilgt ist in dem Geist, den Gott sündenlos schuf. Also ich bin vollkommen frei von Sünden. Ich bin erlöst und kann erlösen. Gott garantiert meine Sündenlosigkeit und das muss ich nur akzeptieren. Damit ist die Vergangenheit weg, das ganze Karma weg. Schluss aus, wir sind frei. Frei, heilig und geheilt im Vater. Jetzt wird sich dieser Geist dessen neu bewusst, hier ist jetzt dessen groß geschrieben, also der Sündenlosigkeit des Heiligen Selbstes. Jetzt wird sich dieser Geist dessen neu bewusst, der ihn erschaffen hat. Also Gott und seiner immerwährenden Vereinigung mit ihm. Also ich, der Geist, wird mir bewusst dieser Tatsache, dass ich eins mit dem Vater bin und wer mich erschaffen hat. Nicht ich, sondern der Vater. Ich bin seine Ausdehnung. Und dass wir immer eins sind. Ist das nicht wunderbar? Wir sind immer eins mit dem Vater. Wir haben ihn nie verlassen. Wir sind der Himmel im Himmel. Was ist der Himmel? Das Einssein des Sohnes mit dem Vater. Du bist eins mit ihm, der ganze Himmel. So ist dein Selbst großgeschrieben, in welchem dessen Wille und der Wille Gottes verbunden sind. Die einzige Wirklichkeit. Bruder, dein Selbst, wo der Wille des Vaters und deiner verbunden ist, Gottes Sohnes, ist die einzige Wirklichkeit. Das ist wirklich Power. Das ist Kraft. Das Verstehen. Ein Bote ist nicht einer, der die Botschaft, die er überbringt, selber verfasst. Auch stellt er das Recht dessen nicht in Frage, der das tut, noch fragt er, weshalb er jene ausgewählt hat, die Botschaft empfangen werden, die er überbringt. Also es ist nicht meine Sache, ich mach's nur. Es reicht aus, dass er sie annimmt, sie jenen gibt, für die sie vorgesehen ist und seine Rolle erfüllt, indem er sie ausrichtet. Ganz einfach. Wenn er bestimmt, wie die Botschaften lauten sollten oder was ihr Zweck ist und wohin sie ausgetragen werden sollten, dann verfehlt er es, seine eigentliche Rolle als Bringer des Wortes, großgeschrieben, auszuwählen. Welches Wortes? Na, Gottes Wort. Du bist der Heilige Sohn Gottes, du bist kein Körper, du bist frei. Alles, was wir hier als Botschaften bekommen, das ist Gottes Wort. Und wir überbringen sie unseren Brüdern. Es gibt einen wesentlichen Unterschied in der Rolle des Himmelsboten, der sie von denen unterscheidet, die die Welt ernennt. Also wir sind Himmelsboten. Die Botschaft, die sie überbringen, sind in erster Linie für sie selbst bestimmt, also für uns selber. Und nur wenn sie diese für sich selbst annehmen können, werden sie befähigt, sie weiterzutragen und überall zu geben, wo sie hingehören. Wie die weltlichen Boten haben sie die Botschaft, die sie mit sich tragen, nicht selbst verfasst, aber sie werden im wahrsten Sinne ihre ersten Empfänger und sie empfangen, um sich auf das Geben vorzubereiten. Also ich nehme die Botschaften des Heiligen Geistes an,
der in mir ist, der meine wahre heilige Stimme ist, meines heiligen Selbstes, und geb sie allen. Ich gebe allen, damit ich habe, gib allen alles, damit du hast. Ein weltlicher Bote erfüllt seine Rolle dadurch, dass er allen alle Botschaften weggibt. Die Boten Gottes üben ihre Rolle dadurch aus, dass sie seine Botschaft großgeschrieben als für sie selbstbestimmt akzeptieren. Es ist alles für mich und ich teile es dann mit allen. Und dadurch, dass sie die Botschaft weggeben, zeigen sie, dass sie sie verstanden haben. Ja, wunderbar. Ich kann also wirklich nur lehren, was ich gelernt habe und verstanden habe. Sie wählen keine Rollen, die ihnen nicht durch seine Autorität großgeschrieben gegeben worden sind. Also er bestimmt, was ich mache, wohin ich gehe, was ich sage, zu wem und was. Und so gewinnen sie durch jede Botschaft, die sie weitergeben. Ja, was ich lehre, was ich gebe, empfange ich. Was ich gebe, empfange ich. Möchtest du die Botschaften Gottes empfangen? Aber ja. Denn auf diese Weise wirst du sein Bote. Ja, das will ich. Du bist jetzt dazu bestellt. Wunderbar. Und dennoch wartest du damit, die Botschaften zu geben, die du empfangen hast. Somit erkennst du nicht. Aha. Somit erkennst du nicht, dass sie dein sind und du nimmst sie nicht wahr. Niemand kann empfangen und verstehen, was er empfangen hat, solange er nicht gibt. Also ich muss wirklich das Geben lernen. Das Vergeben, gib allen alles, damit du hast. Ich muss das Geben lernen, das Lieben lernen. Nicht haben wollen, sondern geben, geben, geben. Denn im Geben liegt sein eigenes Annehmen dessen, was er empfangen hat. Das ist so wichtig. Lerne geben. Sieh in jedem den Christus, dann erkennst du es. Sieh in jedem die Reinheit, die Heiligkeit, alle Gaben Gottes. Und dann empfängst du sie. Dann erkennst du dich im Bruder durch dein Geben. Du, der du nun der Bote Gottes bist, empfange seine Botschaften. Denn dies ist der Teil der Rolle, die dir bestimmt ist. Gott hat nicht versäumt, dir das anzubieten, was du brauchst. Und dieses anzunehmen ist auch nicht unterlassen worden. Also es ist schon angenommen worden, und zwar vom Heiligen Geist in mir. Noch ist jedoch ein anderer Teil deiner dir bestimmten Rolle zu erfüllen. Eher großgeschrieben, der Gottes Botschaften für dich empfangen hat, also der Heilige Geist, möchte auch, dass sie von dir empfangen werden. Also von mir, den Heiligen Sohn Gottes, dass ich sie annehme. Denn so identifizierst du dich mit ihm großgeschrieben, mit dem Heiligen Geist und mit dem Heiligen Selbst und erhebst Anspruch auf dein Eigen. Also durch ihn, den Heiligen Geist, der in mir ist, ich muss mich mit ihm identifizieren, meiner wunderbaren Beziehung, ist mein bester Freund, Lehrer, Führer, und nehme alle Gaben an, die er für mich empfangen hat, und erhebe Anspruch auf sie, auf den Frieden, auf die Liebe, auf die Freude. Das ist der Mechanismus. Es ist dieses Sich-Verbinden, also mit dem Heiligen Geist, das wir heute zu begreifen unternehmen. Wir wollen unseren Geist von ihm, der für uns spricht, nicht getrennt zu halten suchen. Also wir sind eins mit dem Heiligen Geist. Denn es ist nur unsere eigene Stimme, die wir hören, wenn wir ihm Gehör schenken. Es ist ja unsere Stimme. Der Heilige Geist ist ja die Stimme meines Heiligen Selbstes. Er, großgeschrieben, allein kann zu uns und für uns sprechen, indem er in einer einzigen Stimme das Bekommen und das Geben von Gottes Wort verbindet und das Geben und Empfangen seines Wortes. Noch einmal, er allein kann zu uns und für uns sprechen, indem er in einer einzigen Stimme, großgeschrieben, das Bekommen und das Geben von Gottes Wort verbindet und das Geben und Empfangen seines Wortes. Also wir geben das Wort Gottes allen und empfangen es. Das kann natürlich auch durch Gedanken sein, muss nicht immer ausgesprochen sein. Aber häufig doch. Wir üben, ihm zu geben, was er haben möchte, damit wir seine Gaben an uns wahrnehmen können. Also er bittet uns zu geben, was er haben möchte. Also ich gebe dem Heiligen Geist in jedem Bruder alles und empfange alles. Er braucht unsere Stimme, damit er durch uns sprechen kann. Wunderbar. Er braucht unsere Hände, damit sie seine Botschaften halten und sie zu denen tragen, die er bestimmt hat. Alles macht der Heilige Geist und Jesus Christus als sein Instrument. Er braucht unsere Füße, um uns dorthin zu bringen, wo er will,
damit die, die im Elend warten, endlich befreit sein mögen. Und er braucht unseren Willen vereint mit seinem eigenen, damit wir die wahren Empfänger der Gaben sein, die er gibt. Also er braucht unseren Willen vereint mit seinem eigenen, mit Gottes reinen Willen, denn das ist der Heilige Geist. Ach, wunderbar, wir teilen einen Willen. Damit wir die wahren Empfänger der Gaben sein, die er gibt. Wir empfangen also nur durch den Heiligen Geist und geben alles, was er empfangen hat für uns, an alle. Wir wollen heute nur die folgende Lektion erlernen. Wir werden nicht begreifen, was wir empfangen, ehe wir es nicht gegeben haben. Du hast dies schon auf 100 Arten und 100 Mal gesagt bekommen und dennoch fehlt es immer noch an Glauben. Dieses aber steht fest. Solange diesem nicht Glauben geschenkt wird, wirst du 1000 Wunder empfangen und dann noch einmal 1000 mehr. Und doch wirst du nicht erkennen, dass Gott selbst keine Gabe über das hinaus zurückbehalten hat, was du schon hast. Also Gott hat sich dir selbst hingegeben. Er hat dir alles gegeben, sich selbst mit allen Gaben. Und dass er seinem Sohn auch nicht den kleinsten Segen verweigert hat. Also mir gehört schon alles. Das ganze Reich Gottes ist mein. Der ganze Himmel ist mein. Ich bin der Himmel und mehr gibt es nicht. Ich muss mich öffnen und alles annehmen. Also wirklich volle Pulle. Wir nehmen alles an und geben allen alles. Dann sind wir glücklich. Was kann das für dich bedeuten, solange du dich nicht mit ihm und seinem und den Seinen, also das ganze Universum, den ganzen Himmel, den Seinen, alle Brüder sind in mir, alle Brüder, alle heiligen Söhne Gottes, alle heiligen Wesen sind Teil meines Geistes und den Seinen identifizierst. Also du musst die Ganzheit annehmen. Deine Herrlichkeit, deine Ganzheit, ich bin die ganze Schöpfung der Himmel. Halleluja. Unsere Lektion für heute lautet so. Ich bin unter den Dienern Gottes und ich bin dankbar, dass ich die Mittel habe, durch die ich begreifen kann, dass ich frei bin. Ja, wo denn? Natürlich im Vater. Bin der Himmel, im Vater. Noch einmal. Ich bin unter den Dienern Gottes und ich bin dankbar, dass ich die Mittel habe, durch die ich begreifen kann, dass ich frei bin. Ja, was sind die Mittel? Der Heilige Geist und Jesus Christus, meine Führer. Und die mir alles geben, die mir alles sagen. Und wenn ich mich mit dem Heiligen selbst, mit Jesus Christus verbinde, bin ich glücklich, bin ich in der Ganzheit, bin ich erlöst. Und mit dem Heiligen Geist, meiner wahren heiligen Stimme. Die Welt rückt in den Hintergrund, während wir unseren Geist hell werden lassen und begreifen, dass diese heiligen Worte wahr sind. Sie sind die Botschaft, die uns heute von unserem Schöpfer gesandt wird. Nun zeigen wir auf, wie sie unser Denken über uns und über das, was unsere Funktion ist, verändert haben. Denn indem wir beweisen, dass wir keinen Willen akzeptieren, den wir nicht mit allen teilen, werden die vielen Gaben, die wir von unserem Schöpfer haben, uns ins Auge springen und in unsere Hände hüpfen und wir werden begreifen, was wir empfangen haben. Wunderbar, wunderbar. Also wir haben alles empfangen, wir öffnen unser Herz und Geist und sind einfach nur glücklich. Glücklich, glücklich, denn Gott hat mich glücklich empfangen. Nein, erschaffen, er hat sich ausgedehnt zu mir. Als das Ganze, alle Gaben Gottes sind mein. Ich bin Teil Gottes. Und jeder ist ein Teil von mir und Teil vom Vater. Wir teilen einen Willen mit dem Vater und mit allen. Das ist unsere Wirklichkeit. Und die einzige Wirklichkeit, die es gibt, ist das Heilige Selbst. Ist das nicht herrlich? Ja. Wie ich mich jetzt fühle, glücklich. Ja. Sehr glücklich im Geist. Aber es ist also heute ist es bei mir nicht ganz einfach. Gleichzeitig fühle ich die ganzen Energien sozusagen der Matrix der Teilung, die sie mich in diesen Körper einsperren wollen. Aber ich habe die Mittel und bin dankbar, dass ich erkennen kann, dass ich in Wahrheit frei bin. Im Vater erlöst, ganz heilig und geheilt. Ich bin kein Körper, ich bin frei. Ich bin der Himmel im Himmel und will das annehmen, dankbar.
Das ist die Botschaft der Befreiung. Ich bin das Heilige Selbst. Ja, wie war die Übung für mich? Ja, es ist... ich habe mich hingesetzt, dann wiederholt. Ich bin unter den Dienern dort an Gottes und ich bin dankbar. Aber dann immer wieder kam, also mächtige, scheinbar mächtige Angriffe. Also das Ego wehrt sich. Aber es kann sich ja nicht wehren, wenn ich ihm keine Macht gebe. Und ich will ihm diese Macht entziehen. Es geht also damit. Ich kann mit dem Ego nicht in den Himmel hüpfen. Das ist nicht möglich. Ich muss wirklich den Körper und das Ego loslassen und die ganze Welt. Und einfach mich wirklich an die Hand nehmen lassen von Jesus Christus. Mich mit ihm verbinden. In meiner Ganzheit. In meiner Herrlichkeit. Und mein heiliges Selbst annehmen. Vater, ich bin dein. Du hast mich erschaffen. Danke, danke, Vater, dass du mir alles gegeben hast. Ich glaube, bei mir sind heute Dankesgebete angesagt und immer wieder. Ich bin unter den Dienern Gottes. Du hast mir alles gegeben, Vater. Und ich will es mit allen teilen. Und dann will ich meinen Bruder sehen, also dich, in dem ich mich erkennen kann und mich dir im vollen Vertrauen, dass du eins mit mir im Himmel bist, hingeben, um dann zu erfahren, wer ich wirklich bin, eins mit dir. Grenzenlos, heilig, vollkommen und glücklich. Ja, es war nicht einfach, das gebe ich zu. Aber es kam immer zwischendurch wieder momentweise diese Befreiung auf. Und die Gedanken, die kamen vom Heiligen Geist und Jesus Christus, waren wunderbar und sehr, sehr hilfreich. Ja, ich frage nochmal den Heiligen Geist, was ist dieser enorme Druck und diese Energien, die ich also so kräftig fühle, auch durch den Körper? Ah ja, er sagt, du bist erlöst und kannst erlösen, du bist erwacht und kannst erwecken. Aber das Ego will dir das Gegenteil beweisen, dass du ein Erdbewohner bist, sozusagen ein Mensch, eingesperrt im Körper. Und ja, und all die falschen Lehren der Vergangenheit, die ich gelernt habe, ob Psychologie oder die Spiritualität mit der Reinkarnation und Karma und all das, das muss ich einfach loslassen. Es ist nicht wahr. Die Welt gibt es nicht. Sünde, Karma, Zeit und Raum sind nicht die Wirklichkeit. Wir sind frei in Gott. Lass uns auferstehen heute und den Himmel sehen, der wir sind. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, 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 dass du dabei bist. Ich liebe dich.